Herr Palikutscher, als erstes wollen Sie uns einmal sagen, was der Kenntnisstand ist, was gestern genau vorgefallen ist. Natürlich auch wichtig zeitlich für uns so ein bisschen, damit wir alle auf einem Wissensstand sind. Okay, eins vorab, wir werden uns, oder ich werde mich heute dazu äußern. Und danach werden wir die Kommunikation zu dem Thema, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind, nicht mehr äußern, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Gestern Morgen hat unser Ordnungsdienst beim Stadionrundgang am Spieltag, der übliche ist, zahlreiche Plakate gefunden, die ja heute Nacht noch, glaube ich, veröffentlicht wurden, wo insbesondere zwei Spieler von uns genannt werden und der Fall Escobar suggeriert wird. Daraufhin haben wir die Polizei eingeschaltet. Es gab eine Spurensicherung, wir haben Anzeige erstattet. Fangruppierungen, unter anderem auch die Ultras Nürnberg, haben uns geholfen, das Stadion zu neutralisieren, weil das öffentlich zugängliche Stellen waren am Stadion und Trainingsgelände, die am Spieltag eine große Masse an Menschen erreicht hätten mit der Botschaft, die da suggeriert wurde. Und haben beide Spieler in Kenntnis gesetzt. Einer ist schon bevor es diesen Vorfall gab, wäre ausgefallen für das Spiel mit einer Verletzung. Das war der Lukas Mühl. Und mit Hanno haben wir geredet. Der hat sich bereit erklärt zu spielen, dass ihn das nicht belastet. Die Mannschaft war davon nicht in Kenntnis gesetzt worden. Und gestern Abend haben wir dann nach Rücksprache mit der Polizei den Zeugenaufruf gestartet. Können Sie uns einmal schildern, wie so ein Gespräch abläuft, wie das in dem Fall war mit Hanno Behrens, wie er zum Schluss gekommen ist, er kann spielen? Ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor in so kurzer Zeit. Gut, der wurde mittags informiert von uns und von dem Sicherheitsbeauftragten, dass es einen Vorfall gab. Und im ganz normalen Spieltagsablauf hier haben der Trainer und ich mit ihm gesprochen. Das heißt, er hat auch ein bisschen Zeit gehabt, sich Gedanken zu machen. Und im gemeinsamen Gespräch hat er gesagt, nee, das wird ihn jetzt nicht belasten, um ganz normal Fußball zu spielen. Ich habe eine Frage zu der Krisensituation, auch zur Kommunikation. Sie haben gesagt, gegen Mittag war das schon der Fall. Viele Journalisten haben erst nach dem Spiel auf der PK, auf der Spieltagspressekonferenz davon erfahren. Ist das die richtige Herangehensweise? Wie sind Sie dazu gekommen, das erstmal im Stillschweigen zu lassen? Das war gegen zwei Spieler gerichtet. Einer davon war nicht im Spieltagskader. Wir haben auch aufgrund der aktuellen Corona-Situation allen unseren Spielern, die nicht im Spieltagskader sind, mitgeteilt, dass sie zu Hause bleiben sollten. Wann war das der Fall? Schon vorher? Das war gestern Morgen. Ja, deswegen haben wir auch beschlossen, dass ab heute alle Trainingseinheiten außerhalb ohne Öffentlichkeit stattfinden, um auch die letzte Gefahrenquelle, sag ich mal, zu minimieren, weil wir doch zahlreiche Zuschauer, insbesondere ältere Menschen und auch Kinder beim Training haben. Und die Situation sich so darstellt, dass wir in Absprache mit der medizinischen Abteilung einfach diesen Entschluss gefasst haben, wie ich glaube, einige andere Vereine in Deutschland machen das auch so mittlerweile. Nach Rücksprache mit der Polizei gab es eine Einstufung, wie die das sehen. Die haben das durchanalysiert. Und wir haben dann beschlossen, die Mannschaft nicht darüber in Kenntnis zu setzen. Wir haben mit Hanno geredet, die haben Vorsichtsmaßnahmen getroffen, wir haben das Spiel stattfinden lassen. Und im Nachgang zum Spiel haben wir zum aufgerufen, sag ich mal, damit es eventuell Zeugen gibt, weil es war schon eine Aktion, die an mehreren Orten stattgefunden hat und mit zahlreichen Plakaten. Und vielleicht gibt es da Zeugen, die sowas gesehen haben oder im Vorfeld schon was mitbekommen haben. In der Spieltagsnachbesprechung jetzt in der Kabine mit dem Team. Wie war der Austausch zwischen der Mannschaft? Haben die trotzdem drüber gesprochen? War es ein Thema, vielleicht auch schon vor dem Spiel in der Kabine? Nein, es war kein Thema in der Kabine vor dem Spiel, weil die Mannschaft davon nichts wusste, sondern nur die betroffenen Spieler, der Cheftrainer und ich, plus unsere Sicherheitsleute. Wir haben heute mit den Jungs darüber gesprochen. Es gab diese drei Fälle, die ich jetzt hier auch geschildert, also zwei, die ich geschildert habe, über die Corona-Gefahr, die es gibt, dass wir da einfach keine Panik haben, aber einfach unserer Verpflichtung nachkommen, die Gefahrenquelle zu minimieren. Und wir haben natürlich über das Thema mit den Plakaten gestern gesprochen. Und wir haben über das Spiel gesprochen. Aber Ja. zu den Plakaten, wie kam das an in der Mannschaft? Wie groß ist die Betroffenheit? Ja gut, das ist jetzt alles noch ganz frisch, ne? Ich will jetzt nicht über die Gemütslage jedes einzelnen Spielers sprechen, aber das ist jetzt kein Grund, warum wir gestern verloren haben. Und das wird uns jetzt auch nicht in unserer Leistung hemmen. Ja? Ich glaube schon, dass wir sehr entschlossen sind. Wir
wieder da anzuknüpfen, wo wir die letzten 5 Spiele waren vor dem Hannover-Spiel. Und dass sowas wie gestern dann nicht wieder vorkommt, dass wir nach einem Rückstand einbrechen. Ja? Also der Fokus lag heute schon sehr auf dem Fußball. Bei Ihnen auch wieder, merkt man schon. Trotzdem, wir bleiben natürlich noch bei dem Thema. Und ich möchte einmal das Positive unterstreichen. Sie haben schon angesprochen, dass die Fans auch geholfen haben, diese Plakate zu entfernen. Vor allem die Ultras haben sie herausgehoben. Wie wichtig ist in diesem Fall, in so einem Fall, die Unterstützung und der Zusammenhalt der Fans? Sehr wichtig und der ist hier auch gegeben. Ja. Wir haben einen sehr guten Austausch mit unseren Fans, mit den relevanten Fangruppen, die hier sehr aktiv sind und unterstützend unterwegs. Unsere Fanbetreuung hat einen hervorragenden Job in der Kommunikation mit denen gemacht. Hat natürlich auch versucht zu erfahren, ob die irgendwas mitbekommen haben im Vorfeld. Haben sie nicht, aber die haben uns geholfen, natürlich das Stadion zu neutralisieren, damit der normale Besucher davon nicht betroffen ist. Und wir haben die Unterstützung, das hat man gestern auch im Spiel gesehen, dass auch beim Rückstand die Unterstützung da war. Jemand, der so eine Aktion gemacht hat, das kann kein Fan sein. Ja. Das kann einfach nur ein verwirrter Vollidiot sein. Der sich das Recht rausnimmt, eine mögliche Escobar-Aktion zu suggerieren in Richtung des Vereins, das macht uns sprachlos, aber wir werden nicht tatenlos sein. Eine habe ich noch, wenn ich darf, und zwar, ich muss jetzt nicht zwingend Parallelen herstellen. Und dennoch gibt es derzeit auch andere Diskussionen rund um die Fankreise in den Stadien. Und ehrlich gesagt finde ich jetzt, dass eine Escobar-Situation nicht so weit weg ist von Fadenkreuzen. Die sieht man auch, jetzt nicht beim Spiel gestern, aber da ging es auch wieder gegen eine Mutter eines Verantwortlichen. Dort waren DFB-Plakate zu sehen, die durchgestrichen waren. Inwiefern fordern Sie da die Fans noch mehr auf, auch dagegen vorzugehen? Ich glaube, das sind jetzt zwei komplett unterschiedliche Themen. Wir haben jetzt natürlich ein sehr aktuelles Thema. Klar haben wir uns in der Woche vorher mit diesen Protesten der relevanten Fanszenen beschäftigt. Wir hatten gestern Morgen von unserer Fanbetreuung die Information, dass es keine Aktion seitens unserer Fanszene geben wird, die einen Spielabbruch herbeiführen würde. Daran haben sie sich gehalten. Nur letztendlich ist es ein Unterschied, ob eine Fanszene gegen Kollektivstrafen protestiert. Die dann manchmal auch geschmackslos sind oder ob hier ein anderes Szenario vorliegt wie bei uns momentan. Ich hatte eine Frage nochmal. Es hat ja auch zwei Spieler, verdiente Spieler getroffen, die Vorwürfe vielleicht gar nicht gerechtfertigt haben. Wie sehr geht das an die Spieler und wie kann der Verein da konkret den Spielern, den beiden Spielern auch helfen oder gibt es da Hilfestellungen, die schon angedacht sind oder ist es einfach noch zu früh? Es gibt Maßnahmen, die ergriffen worden sind von uns und von der Polizei. Darüber werde ich jetzt nicht reden. Das wäre auch nicht förderlich. Aber nochmals, wir würden auch so vorgehen, wenn unser Busfahrer oder die Putzfrauen, die hier arbeiten, so angegangen werden. Ja? Das geht nicht. Das geht in keinster Weise. So, wir werden jeden einzelnen Klubberer, der hier angestellt ist, schützen. Mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln. Der Kollege hat es auch angesprochen, muss man in der Nachbetrachtung sehen, wenn man das große Ganze sieht, dass wenig gelernt wurde aus der Vergangenheit. Also auch hier hatte man vor ein paar Jahren Grablichter mal stehen, es wurden Gräber ausgehoben. Hat da eigentlich alles irgendwie versagt in dieser Zusammenarbeit, dass man sieht, dass es immer wieder solche Fälle gibt? Ich kann jetzt nicht über die Vergangenheit sprechen, ne? Und ich, weil ich zu dem Zeitpunkt nicht da war und jetzt auch nicht in Kenntnis bin über sämtliche Vorfälle der letzten 20 Jahre. Und es ist ein Unterschied, ob ich anonym irgendeine populistische Maßnahme ergreife, wo ich das große Gesamte angreife, oder ob ich explizit dann auch namentlich Spiel angehe. Das ist dann für mich dann schon ein Unterschied noch. Ja. Klar, wir tolerieren keine Maßnahme von einzelnen Personen, die gegen den Verein und dann gegen die Mitarbeiter des Vereins gerichtet sind. Aber das gestern war dann schon grenzüberschreitend. Wenn man jetzt mal einen Strich drunter zieht und das Sportliche auch betrachtet, hat die Situation nicht verbessert. Wie war da in der Mannschaft der Tenor? Wie will man da sich vielleicht durch so eine Aktion noch enger vielleicht sich zusammenschweißen und die Mannschaft geht noch näher zusammen für die nächsten Aufgaben, die ja extrem wichtig sind, weil da geht es ja auch um die Existenz des Vereins. Wir haben gestern einen Rückfall gehabt, sportlich. Ja, wir sind sehr gut ins Spiel reingekommen, bis zum 1-0 gegen uns. Und, anschließend haben wir keine Lösung mehr gehabt. Ne? Wir waren bemüht. Aber es hat die Aggression und Entschlossenheit gefehlt. Ne?
jetzt wieder eine negative Tendenz da abzuleiten, wäre absolut der falsche Weg. Ja. Wir hatten davor, das habe ich vorhin auch gesagt, 5 sehr ordentliche Spiele gehabt, wo die Leistung durchweg über 90 Minuten gestimmt hat und wo wir auch Ergebnisse erzielt haben. Auch unglücklich wieder Punkte liegen gelassen haben gegen Heidenheim und Darmstadt, teilweise auch durch strittige Entscheidungen. Das haben wir aber so hingenommen, haben geglaubt, auf dem richtigen Weg zu sein. Ich glaube immer noch, dass wir auf dem richtigen Weg sind, aber gestern gab es halt einen Rückfall. Sondern wir dürfen uns von solchen Rückschlägen, wie wenn wir ein Gegentor gegen uns kassieren, nicht umwerfen lassen von unserem Weg. Ja, das ist gestern passiert, das wurde heute sehr deutlich angesprochen. Wir haben das Spiel analysiert und wir werden alles daran setzen, dass das nicht mehr vorkommt. Ne? Und klar, jetzt so eine Aktion, die gegen Spieler gerichtet ist, die werden wir jetzt nicht missbrauchen oder gebrauchen für uns. Ja, das ist passiert, das werden wir abarbeiten. Da beschäftigen sich jetzt andere Menschen drauf und unser Fokus liegt auf dem Fußball. Es ist wirklich so einfach. Sie sind sehr kämpferisch, sehr emotional. Das merkt man auch, werfen sich vor die Mannschaft, vor die Fans, die wahren Fans. Trotzdem wäre Aufgabe auch das falsche Signal eindeutig dann auch. Wie meinen Sie das? Naja, dass man nichts eben unternimmt, sondern dass man es eben mit richtigem Nachdruck die Leute versucht rauszufinden, zusammen mit der Polizei. Gut, jetzt muss ja jeder seinen Job machen. Ja, und deren Job ist es, Fußball zu spielen. Trainieren jeden Tag, die analysieren das Spiel heute. Die werden sich jetzt mit dem Gegner beschäftigen und die werden ihren kompletten Fokus anlegen, dass wir im nächsten Spiel auf St. Pauli in die Punkte kommen. Ja? Und eine gute Leistung über 90 Minuten abrufen mit voller Entschlossenheit und Aggressivität, sowohl im Defensivspiel als auch im Spiel nach vorne. Das ist deren Job und darauf konzentrieren sie sich. Und das habe ich heute auch in den Augen bei den Jungs gesehen, dass die Enttäuschung über die Niederlage gestern sehr groß war. Ja, und dass wir nicht das Escobar-Thema hier haben, dass das omnipräsent ist. Ja? Wir sind hier beim Fußball und dabei sollte es bleiben. Und alles andere, das werden andere Menschen für uns erledigen, die dafür zuständig sind. Wobei ich finde, es hat eine neue Zeitrechnung insofern begonnen, dass mit dem letzten Spieltag in Sinsheim ein Einschnitt war. Alle haben gesagt, hier muss mehr passieren. Hier, was wir jetzt gestern erlebt haben, ist vielleicht auf einen Einzeltäter, wer weiß, zurückzuführen. Und dennoch müssen die Mannschaften, müssen die Teams, die Clubs vielleicht agieren, müssen sie was neu gestalten, ich weiß nicht, eine Personalie womöglich schaffen, der bei sowas sofort eingreifen kann, helfen kann, unterstützen kann? Da wird es einen Austausch bestimmt geben, wie wir mit solchen Themen umgehen. Aber ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass es jetzt ein Einzelfall war, ja, dass es da keine Trittbefahrer gibt oder nachher auch bei anderen Vereinen nicht. Ich hoffe, dass es so ist, dass es dabei bleibt, dass es wirklich ein einziger Vollidiot ist, der hier irgendwie ein Zeichen setzen wollte. Aber den werden wir ausfindig machen, hoffentlich, und den werden wir zur Rechenschaft ziehen. In allen anderen Belangen, glaube ich, sind wir als Verein gut aufgestellt. Wir haben eine sehr gute Kommunikation mit unseren Fangruppen. Wir haben eine sehr gute Fanbetreuung und einen guten Austausch. Klar kann man nicht immer alles verhindern. Ja, gestern gab es auch Proteste. Und trotzdem versuchen wir da immer zu interagieren mit unseren Fans. Jetzt haben aber die Attacken im Fußball eine neue Qualität erreicht. Was macht es mit den Spielern und wie kann man da als Verein vielleicht unterstützen in Zukunft? Werden wir uns an sowas gewöhnen müssen? Da wird man sich nicht gewöhnen müssen. Ja? Ich bin überzeugt davon, dass das ein Einzelfall ist und dass wir diesen Einzelfall lösen werden. Ja? Es gibt auch in anderen Bereichen in unserer Gesellschaft immer wieder solche Ausfälle. Ja? Jetzt ist es bei uns mal im Fußball passiert, weil irgendwo mit jemandem die Emotionen durchgegangen sind und Ich kenne die Beweggründe nicht, ne, solange die Ermittlungen da nicht abgeschlossen sind. Aber wir müssen jetzt nicht ein Szenario in der Zukunft herbeiführen. Ja? Wir müssen das hier vor Ort lösen und dann geht es weiter. Wir schauen nach vorne, wir haben jetzt schon nach vorne geschaut und arbeiten daran, dass wir in St. Pauli Punkte holen. Und wie cool oder was haben Sie für ein Gefühl, wie die Spieler damit umgehen? Sie werden sehr entschlossen nach St. Pauli reisen am kommenden Wochenende.